Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Shattered World mit dem Olli. Guten Tag. Und im Hintergrund haben wir noch die Stadtverwaltung bei uns im Discord-Kanal. Hallo. Genau. Hallo. Na, wunderbar. So, einerseits wir, was heißt wir, ihr, um genau zu sein, der Olli, der Butze und der gute Street hatten ja ein bisschen sich um Essen gekümmert. Da müsst ihr auch beim Street in den Kanal reingucken, weil das ist nicht bei mir, das ist bei ihm. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, solche Sachen, dann schaut einfach bei mir auf dem Kanal. Da gibt es eine Playlist, da versuche ich jedes Video, das ich irgendwo auf YouTube finde, das mit Shattered World zu tun hat, einfach rein zu verlinken. Unter anderem die Mighty Pirates sind drin, unter anderem der gute Street ist mit drin, dann Moon LP, der Dosh LP, alle einfach rein verlinkt. So, und lassen wir mal ganz kurz hier gucken, was die Jungs gemacht haben. Die haben hier, ihr müsst euch natürlich das Video auch noch angucken, wie es dazu kam. Also man muss dazu sagen, die Videos waren ja ein kleines bisschen, nennen wir es mal chaotisch. Geplantes Chaos. Genau. Die hatten einfach, immer wieder haben sie sich ablenken lassen von Kühen und Schafen. Ja, kaum sind die Tiere wieder an. Ja, ja, geht schon wieder los hier. Also die haben hier diese automatische Farm gebaut. Was heißt automatisch? Ja, doch automatisch. Mit einem kleinen Golem, der die ganzen Sachen aberntet und dann wird das Ganze mit Vakuumhopper eingesaugt in die Item Ducts und dann in dieses schöne Häuschen gezogen. So, also ich muss hier drücken und dann habe ich hier noch ein bisschen Essen, das ich theoretisch irgendwie einsortieren wollte, aber jetzt muss ich mal gucken, wo ich das einsortieren kann. Das gute Essen habe ich jetzt in den Kühlschrank gemacht. In den Kühlschrank? Hm, gut. Kühlschrank, jawohl. Dann machen wir das ganze gute Essen da rein. Haben wir noch irgendwo Stock rumliegen? Stock? Hier ist die Restekiste. Die Restekiste. Okay. So, zack. Dann habe ich nämlich auch da drüben aus meiner Kiste nämlich das Zeugs raus. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Und zwar, wir wollten uns jetzt endlich mal um unsere Erzverarbeitung kümmern. Da werfen wir zuerst mal einen kleinen Blick. Da hinten in das Gebäude. Der Street hat das ja noch mal ein bisschen größer gebaut. Also ausgebaut. Verarbeitung an Sieben hatte ich auch letztens abgeschaltet, weil bei uns ist jetzt alles voll. Alles. Ja, ich habe schon gesehen, das ist schlimm. Aber was heißt schlimm? Also schlimm ist ja eigentlich nicht, ne? Ja, sieht auch ein bisschen anders aus wie beim letzten. Wir hatten das im Livestream aufgebaut. Ja, genau, im letzten Stream. Das hier ist alles noch gleich geblieben, nur dass die Sachen mittlerweile in die Kiste und in diesen Drawer-Controller reinwandern. Und interessanterweise in den Compacting Drawers diese Powdered Erze in die Blöcke umgewandelt werden, was ich persönlich sehr praktisch finde. Ist spät. Hast du doch gepult. Ja, das weiß ich, dass sie das gepult hatte. Und weißt du, was der Witz dabei ist? In 1.10 ist das Default. Okay. Praktisch. Zumindest in Sky Factory 3. Ich habe aber auch nicht gesehen, ob er da irgendwas dran geändert hat. Ja. Wir wollten das Zeugs verarbeiten. Aber wir machen das mal anders wie sonst. Also, zum Teil. Ja, genau. So, und dafür haben wir schon ein bisschen Material vorbereitet und noch ein bisschen Rohmaterial vorbereitet. Was für Männer. Ach. Komm, Männer sind nicht so schlimm, wie sie aussehen. Nein, sie sind schlimmer. So, dann. Tür? Tür. Meine Kisten strecken auch. Okay, dann streckt jemand. Ah, okay. Muss ich doch Kill All machen. Nein, du stellst nicht schon wieder am Questbook was um. So, wir haben hier unschuldig. Schon... ein bisschen, achso, das geht hier natürlich wieder so nicht. Ich habe nämlich ein bisschen Material schon mal vorbereitet gehabt. Und davon Material, hat man... Material, die hat auch Street noch was vorbereitet. Ja, kannst du... ich weiß nicht, wer das alles vorbereitet hat. Die muss ich da mal ablegen. Und Hammer dann... und Package hat, glaube ich, Street gemacht. Ja, genau, die zwei hat er gemacht, das hatte ich gesehen. Brauche ich noch irgendwas von hier? Ach komm, die nehmen wir auch nochmal mit. Irgendwie nehmen wir noch vielleicht Verkabelung, haben wir noch? Wir hätten noch Servos da. Das klingt nach einem Plan. Haben auch Item Ducts. Ich habe Fluid Ducts einstecken.
Jetzt weiß ich doch nicht, sollen wir Fluiducts nehmen oder sollen wir Fluidconduits nehmen? Was wäre dir lieber? Durchsatz dürfen, glaube ich, Ducts besser sein, zumindest die Größen drin. Ich habe nur Hardened. Temperate Fluiducts hätten wir auch noch. Hardened. Komm, wir nehmen die Hardened und wir nehmen. Darf ich dir mal irgendwas abgeben? Naja, komm, ich lege mal den. Ja, Hopper, ich bin fast leer. Wie, du bist fast leer? Ich habe noch aufgeräumt, bevor wir angefangen haben. Vielleicht nimmst du noch aus der Verkabelung noch einen Hopper mit. Vielleicht, hätte ich gesagt. Oder? Hopper. Ein Hopper, ja, ein Hopper kann nie schaden. Kann man nicht die schöne Hoppermaschine von Thermal vorstellen? Können wir auch machen, ist mir. Ist schnell gebaut, da braucht man einen Hopper, ein paar Gears. Moment, welchen meinst denn du? Den Item Allocator. Den Moment, Item Allocator? Das, was Krayal vorhin gemeint hatte. Okay, ich würde sagen, das ist was für. Ich schaue jetzt gerade mal auf unseren Timer. Wir sind schon bei 6 Minuten. Das wird eh schon knapp, das alles aufzubohren. Also ich würde sagen, das ist dann noch eine Option. Wir machen erstmal einen Hopper dran und wechseln dann einfach aus. Genau, genau. Weil wir haben nämlich auch vor, noch ein paar Short-Videos zu machen. Also ein paar Short-Videos. Klingt auch scheiße, aber egal. Wir hatten vor, noch ein paar Kurz-Videos zu machen über einige Grundlagen. Habe ich die Liste jetzt hier bei mir irgendwo? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich sofort rankomme, aber egal. Ich wollte das doch eigentlich da irgendwo hinmachen. Genau, da wollte ich das hinmachen. Ist das okay noch, wenn ich das hier hinmache? So, zum... Ich bin noch im Haus. Achso, okay. Haus lässt mich nicht raus. Ja, das Haus hatte ich halt gern, ne? Hatte ich zum Fressen gern. Wir fangen unten an. Das wird eh spannend werden. Weil ich hätte gesagt, der Mittelpunkt ungefähr, das ist ja normales Dark Oak. Könntest du den Baum da mal wegmachen? Irgendwie ist der mir laut. Ha, und selbst Veinminer funktioniert hier. Ha. Und in den Kommentaren stand auch zufälligerweise drin, ja, Veinminer, da braucht man doch noch irgendwas zum Anstöpseln. Oder muss man vielleicht da irgendwas von wie war das? Modifier von Tinker's Construct nehmen? Nein, muss man alles nicht. So, machen wir das wirklich hier auf der Ebene? Das wird dann schon reichlich groß. Es gibt noch diesen Hammer-Modifier für genau. Die Spitzhacke, aber da funktioniert Wayminer nicht mehr. Ja. Weil das nicht konfigurierbar ist. Hier. So, war das nicht in etwa so? Muss selber nochmal gerne mal gucken. Also, Inventar ist voll, deswegen geht's nicht. So, was wir nämlich hier bauen, ist etwas, was man nicht allzu häufig sieht. Und zwar gibt es im Mod Steelworks, genau, Steelworking and You heißt das Buch dazu, gibt es etwas, das nennt sich Deep Tank. So, und genau so einen wollen wir uns bauen. Wenn das Interface hier nicht so kaputt wäre. Hallo? Das ist auch da drin beschrieben gewesen, dachte ich. Den Heilofen, ach, da ist der Button gewesen, der Button war plötzlich weg, sehr schön. So, blättern wir mal weiter. So, da sieht man die Rezepte. Da gibt es also die Scorch Bricks, die Heilofen, den Heilofen Controller, nein, Heilofen, da. Den Deep Tank Controller, da. Ganz einfach eigentlich. Dann haben wir hier noch, genau, da haben wir den ersten Layer. Den werden wir auch genau so bauen. Oder sollen wir gleich größer bauen? Klein kann man noch größer machen. Ja, hätte ich auch gesagt. Wobei, also, wie ist das eigentlich? Bleibt bestimmt auch bestehen, solange man den Controller nicht abbaut, oder? Soweit ich das gesehen und gelesen habe, ja. So, den Controller müssen wir aber unten reinsetzen. Oh, dann habe ich gleich einen Inventarplatz frei. Dann setzt den Controller doch am besten auf die andere Seite, weil wenn wir größer bauen, stimmt, bauen wir in deine Richtung. Hast du recht, da hast du recht. Da hast du recht. Na gut, dann machen wir das so. Ich hab recht, So, aber schön in die Mitte, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Okay. Dann machen wir. Nein! Du, das war einmal Glas. Na gut. So, das weg und das dahin. Fancy. So, dann haben wir den Controller. Man blättert nochmal durch. So. Irgendwo kommt hier nochmal dann das schöne Bild. Genau. Das ist der erste Layer. Der zweite Layer besteht aus
Glas und in den Ecken sollte man eigentlich die Scorch Bricks machen. So, das ist jetzt 2, 3, dann haben wir Innenmaß 3, 3, hätte ich gesagt. Ja, mal schauen. Ja, so, sitzt. So, und dann machen wir noch einen Kranz, dann wahrscheinlich oben drauf, wenn ich es richtig weiß. Schauen wir mal. Weil so hundertprozentig ausprobiert haben wir es nicht, aber wir machen sowas doch gerne mal live, nicht? Okay, so, oben ist es dann das gleiche. Gut, gut. So, dann machen wir hier 1, 2. 1, 2. Machen wir den Einfluss da hinten. Genau. Dann ziehen wir das hier durch. Und das hier auch. So. Dann habe ich keinen Einfüllstutzen gemacht gehabt. Hm, blöd. Na gut, müssen wir gleich noch einen Einfüllstutz machen. Ist aber auch nicht. Okay. So. Und das füllen wir jetzt einfach alles hier schön mit Glas aus. So. Und dann hier. So, jetzt muss ich bloß Obacht geben, dass ich mich nicht selber wieder einbaue. Gottstackt. Jo, brauche ich noch einen. Hast du einen... warte, ich hab das Material, das einstecken. Schwupp. Da hatte ich nämlich glatt vergessen, einen anscheinend zu bauen. Also man kann das noch deutlich größer machen. Ich glaube, die Maximalgröße liegt irgendwo bei 11 mal 11 oder so. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Vielleicht brauchen wir sogar zwei Scorch-Stacks. So, lass mich mal kurz gucken, wie das war. Dann kann man unten irgendwo Holz einstecken. Genau, in die unterste Ebene kann man das dann noch einsetzen. Gut. Wir brauchen drei Stück, wenn möglich. Müsstest du ja eigentlich rauskriegen, oder? Lass mich mal schauen. Ja, okay, gut. Mhm. So. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen. Wie hat das Street so schön gesagt? Terraformatieren? Formazi, ja. So. Und die zwei hier kommen dann auch nochmal weg. So. Na komm. Gut. Und du auch noch? Na kommt. Komm zu mir. Komm zu Papa. Ich habe doch keinen Platz im Inventar. Na doch, anscheinend schon. So. Einen bräuchte ich noch, ehrlich gesagt. Einen habe ich schon hier oben hingesetzt. Achso, hast du schon hingesetzt. Mit Blickrichtung nach aber oben? Aber falsch rum. Ah, okay. Einfach mit der Spitzhacke abbohren. Sollte das Ding abkönnen. Genau. So, jetzt hat er oben den Scorch-Stack einmal nach oben gesetzt. Und da vorne sind zwei Scorch-Stacks, die nach vorne schauen. So, warum machen wir das? Wir haben jetzt hier einen Tank, in den 270 Buckets an Flüssigkeiten reinpassen. 270 Buckets an Flüssigkeiten, das klingt jetzt noch nicht viel, aber bedenkt einfach mal, jeder Ingot, der in flüssiger Form vorliegt, hat 144 Millibuckets. Das heißt, wenn man ganz grob rechnen möchte, jeder Bucket sind 9 Ingots. 9 Ingots mal 270, das sind 1940 ungefähr. Pi mal Daumen, also über 2000 Ingots, die wir hier in flüssigen Sachen reinkriegen. Und erweiterbar. So, also das sieht schon mal gut aus. Was hier auch ganz witzig ist beim Interface, man kann hier die Plus-Taste drücken und dann kriegt man quasi einen Zoom. Im Moment sieht man natürlich noch nicht allzu viel. Das werden wir uns dann gleich anschauen, wenn wir den Rest noch aufgebaut haben. Und zwar, ich bin vorhin auch schon schön darauf hingewiesen worden, wir müssen etwas Obacht geben. Und zwar die zwei... Ah, das reicht eigentlich. Die zwei Sachen dürfen sich nicht berühren. So. Und jetzt machen wir nämlich hier so eine Standardschmelze quasi oben drauf. Mit einem 3x3er Layout als Boden. Jetzt muss ich mal so gehen, dass ich das Glas nicht kaputt mache. Hallo? Block, ich habe dich abgebaut. Dich auch. Okay. Ein Block ist abgegangen. Ah.
So, vielleicht geht auch noch ab. Gut. Dankeschön. So, dann packen wir das dann mal nach da und das dann mal nach da. Und dann packen wir da mal einen hin. Und da mal einen hin. Dann kommen wir nämlich auch rauf. Und dann können wir hier locker und flockig so ein bisschen... Wir sind heute mal großzügig und machen die Ecken gleich mit. Da hinten habe ich schon den ersten Fehler eingebaut. Sehr schön. Ich bin wieder heute richtig gut. Ne? Habe ich ihn? Ah, ich habe ihn wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. 3, 4. So, und jetzt brauchen wir noch einen Ausguss haben wir. Und jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch den Controller. Den Controller da vorne und die zwei Tanks, oder? Sehe ich das falsch? So als grobe Marschrichtung, hm? Soll es eigentlich gewesen sein, ne? Gut, wir können hier auch noch... Nein, nicht abstürzen. So, dann haben wir die zwei Tanks. Die hat man nämlich schon mal ausprobiert. So, der Tank. Deswegen sind die nämlich auch mit Lava gefüllt. Und der Tank. Und dann kommt da dazwischen der Controller. Jawohl. So. Die kann natürlich noch nicht funktionieren, weil hinten nämlich noch was fehlt. Mein Symmetrie tickt schon auf dich ab. Wie? Weil die Tanks symmetrisch sind. Ja, weißt du aber, was der Gag dabei ist? Die Tanks funktionieren beide. Das ist der Witz. Ups. Aber sie werden nicht angezeigt. Nicht beide. Das hatten sie jetzt vor wenigen Tagen, interessanterweise für die 1.10er Version, echt mal endlich in den Griff gekriegt. Endlich. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, mein Request war, lass mich nicht lügen, aber ich glaube mindestens 2 Jahre. Mindestens. Aber sie haben es ja dann doch irgendwann in den Griff gekriegt, ne? Ist ja okay so. So, dann bauen wir da nochmal einen hin. War das ziemlich schon nach unten gedreht? Weiß ich nicht, ob wir es drehen können. Wir werden es gleich ausprobieren. Nee, ich hatte es, glaube ich, so rum. Das konnte man, glaube ich, nicht drehen. Aber wir können es probieren. Wir können es probieren, ist kein Problem. So. Ach, wie praktisch der Block. Danke. Gut. Dann ich... toll. Der Block geht dann weg, wenn ich draufstehe, ne? Ist klar. Ist klar. Daneben. So, mit Schwung. So. Mein Client oder er schmiert gerade ab? Das weiß ich nicht. Er überlegt sich's noch. Er überlegt noch. Das ist gut. Überlegen ist immer gut. So. Und dann war das... Konnte man das... Ah, okay. Geht weiter. Nein, so rum ist verkehrt rum, ne? Das ist verkehrt genau, rum. Nach unten. Da muss ich dann etwas anders bauen. Den muss ich von unten nach oben setzen. So. Dahin. Dann den da weg. Komm, weg. Okay. Habe ich jetzt den... Wo ist denn hingefallen? Hast du den? Nö, ne? Nee. Irgendwo ist er hingefallen und ich sehe ihn nicht mehr. Ist er in die Schmelze reingefallen, dann könnte er vielleicht im Controller sein. Oh ja, das kann sein. Da hast du recht. Das kann Tada. Sein. Ja, gut. Setzt du ihn mal? Oder wie auch immer? Zack. Jo, super. So, und dann kommen hier noch der da und der da hin. Und der geht natürlich so nicht, ne? Ist klar. Deswegen müssen wir den nämlich... Ja, den müssen wir leider anders hinsetzen. Habe ich noch Platz im Inventar? Habe ich. Hoch. Übrigens, ich habe noch 3 Scorch Drains im Inventar. Man müsste bloß mal reinschauen. deswegen ist mir das gerade egal, dass der gerade hier runterfallen will. So. Hat er es jetzt kapiert? Er ist auf jeden Fall verbunden. Nein, das ist okay. So, und dann wollten wir hier noch einen Servo dranhängen, wobei ich aber den Servo gerne mit Redstone-Signal versehen würde. Wovon ich natürlich... Moment. Halt. Rucksack? Nein. Anderer Rucksack? Was brauchst du? Ich hätte gesagt, einen simplen Schalter. Da erstmal dran. Schalter oder ein Lever? Lever.
Da fehlt mir nur ein Koppel. Das haben wir gleich. Wenn du einen Schlüssel hättest, könnten wir das sofort regeln. Aber gut. Ich mache dann einfach mal Folgendes. Ich versuche hier nochmal die... Ja. Die Items abzugreifen. Wir haben noch ganz viel Koppel hier in der Fabrik drin. Ja, ja. Eben. So. Ich gehe nämlich mal zur Fabrik. Und besorge uns mal ein bisschen Material, das wir schmelzen können. Dass wir nämlich auch die ganze Funktionsweise überhaupt noch erkennen. Halt, ich bin falsch gelaufen. Das ist natürlich auch noch wichtig. So. Ein bisschen schneller laufen. Essen müsste ich ja theoretisch noch einstecken. Was wollen wir denn schmelzen? Hm? Wovon haben wir denn nichts? Das ist eine gute Frage. Iron Ore Gravel. Das klingt doch nach einem Plan. So. 6x64. Okay. Ich nehme mal einen Stack Iron Ore Gravel mit. Macht ja nichts. Na, daneben gesprungen. Auch das noch. Egal. Da müssen wir noch eine Plattform dran bauen. Aber das überlasse ich den Leuten, die mehr Ahnung davon haben vom Bauen wie ich. Gut. So. Wir packen hier Iron Ore Gravel rein und sehen, schmilzt. Langsam, aber schmilzt. Gut. Theoretisch hat mir der gute Street noch gesagt, wir haben noch ein bisschen anderes Material da, mit dem man dann schmelzen könnte, aber das wollen wir jetzt mal noch nicht rausholen. Das gute Pyrotheum. So, und da ist jetzt was reingefallen, aber gut. So, müssen wir mal warten. Oder haben wir noch hier... Weißt du was? Wir könnten natürlich auch gleich nochmal einen Stock draufsetzen auf die Schmelze, wenn wir schon dabei sind. Ja. Ja, weil... Kann ja nicht schaden. Wenn wir schon da oben rumstehen und darauf warten, dass andere Sachen schmelzen. Eigentlich haben wir so viel Material... Mal einen Rundgang. Oh, das ist eine gute Idee. Dann machen wir noch einfach gleich nochmal eine Lage drauf, wenn wir schon so lustig sind, dann machen wir noch gleich noch eine Lage drauf, ne? Genau. So, und was das dann im Endeffekt machen soll, wir haben da drüben, da hinten, noch so eine große Schmelze stehen und die soll dann quasi durch diese hier ersetzt werden. Irgendwann mal. Wenn das alles funktioniert. Achso, ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen Iron Ore Gravel nachlegen. Und irgendwann ist das mal geschmolzen. Erscheint mir jetzt relativ langsam, aber ist okay. Ist okay. Müssen wir damit leben. Ein schöner Rundgang. So. Na gut. Irgendwann wird es schon mal geschmolzen sein. Na. Ja. Zwei Drittel haben wir schon. Okay, ich würde sagen, wir melden uns dann gleich wieder. Und dann gucken wir mal, wie der Rest funktioniert. Und wo wir die Vorteile haben. Also, bis gleich. So, nach einer kurzen Wartezeit hat sich dann hier auch schon das erste Molten Iron eingefunden. Der Rest wird hoffentlich auch gleich durch sein. Jojo ist zufälligerweise auch gerade auf den Server gekommen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir drücken hier den Lever. Aha. So, und dann können wir da vorne mal beobachten. Jetzt müsste doch eigentlich... Genau, die Ingots fließen langsam raus, gar nicht so langsam. Und da unten haben wir schönes flüssiges Eisen. Sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich auch mal die Funktionsweise der Plus-Taste betätigen. So, da kann man nämlich mal ein bisschen ranzoomen, dass man besser hin und her klicken kann. Mag vielleicht im Moment bei einer Flüssigkeit noch nicht sehr sinnvoll sein. Deswegen habe ich da nämlich auch schon was anderes in der Hand. Und natürlich, der Deep Tank hat auch noch einen weiteren Vorteil. Den weiteren Vorteil werden wir uns hoffentlich dann... Da hoch. So. Ja. Okay. So, Schmelze ist leer und ich schmeiße jetzt hier Kupfer rein. Vorteil dabei ist, in dem Tank da unten vermischen sich die Flüssigkeiten nicht. Also wir stellen keine Legierungen her. Das könnten wir nur hier oben machen. Ja, und dafür haben wir auch hinten dann extra nochmal einen Lever angebracht. Man kann unten dann wunderbar auch gießen, was wir dann auch gleich noch machen werden. Moment, wir brauchen aber aus irgendeiner Schmelze. Am besten von der da drüben. Komme ich da rüber? Nein, komme nicht drüber. Ja, muss man den Umweg gehen. Aber egal. Gucken, so. Müsste doch das Zeug von der alten Schmelze doch
auch sein. Also Table, Basseng und Gedöns. Ja, ich habe ein Table und ein Basseng habe ich einstecken. Ich brauche bloß jetzt mal hier aus der Nähe eins. So. Ich klaue mir einfach mal schnell das von da hinten. Ist bei dir wohl hoffentlich keine stören. So, wir nehmen den Nugget Cast und halt und nehmen. Haben wir hier nicht den. Ach, da unten haben wir den Ingot Cast. Gut. So. Nugget Cast, Ingot Cast, Basseng. Ah, wir müssen unter Umständen unten nochmal noch einen Drain anbringen. Aber gut, das werden wir dann auch gleich noch probieren. So. Weil dann können wir auch gleich mal sehen, ob die Flüssigkeit nämlich auch drin bleibt, wenn wir was abbauen. So, der Deep Tank ist halbwegs gefüllt. Dann packen wir das dann mal dahin. Dann nehmen wir mal die Schaufel. Komisch, mit der Schaufel geht es immer wunderbar. Aber gut. So, und dann packen wir uns hin. Einmal das da und... Hatte ich keinen Tisch einstecken? Habe ich den Tisch aus für sie oben in die Kiste rein? Kann natürlich sein. Ich hätte auch noch... Nö. Okay, dann nicht. So. Dann gehe ich mal kurz da drüben an den Crafting Table. Dann machen wir uns dann noch ein. Ich habe noch ein paar Bricks hier einstecken. So, ein paar. So, da haben wir noch ein Table. Weißt du was? Da machen wir gleich noch ein Table. Und dann holen wir uns noch eine Drain von da oben. Dann machen wir das gleich richtig. So, da haben wir noch einen Scorch-Duct. So. Also, Flüssigkeiten sind alle drin. Wir sollten es eigentlich auf die Seite dann machen. Fast. Oder? Ja, mehr Platz. Machen wir erstmal hier hin. So, jetzt sieht man, die Flüssigkeit ist weg. Die Flüssigkeit ist weg. Nein. So. Und dann machen wir die hier mal weg. Und dann machen wir den weg. Und den weg. Und den weg. Und den weg. Vielleicht gehen sie noch weg. Na, mal gucken. So viel Zeit muss sein. Hey, komm. Ah, man muss nur bitten. So, dann machen wir das Basseng hier nochmal weg. Und setzen dann... Nein, komm her, Basseng. Danke. Hier und hier. Also, sind schon wieder drin. So, und wir sehen auch, nachdem der Tank wieder seine normale Form hat, ist die Flüssigkeit wieder drin. Und jetzt können wir hier ganz locker und lässig links einen Tisch hinstellen. Und dann habe ich... Hatte ich nicht noch einen zweiten Tisch gemacht? Nein, ich hatte keinen zweiten Tisch gemacht. Ach ja, dann machen wir noch einen Tisch. Okay, ach, da ist noch ein Tisch drin. Ich dachte, den habe ich rausgenommen. Ja, egal. Vielleicht hatte ich ihn rausgenommen, der ist wieder zurückgepackt. Spielt keine Rolle. So, und der Rest ist eigentlich... Hoffentlich sind das die richtigen, weil ich habe nämlich gerade was Komisches angezeigt. Hi, Ofenduct. Sind das die falschen? Wir werden es gleich sehen. So, dann packen wir mal den einen Cast dahin, den anderen Cast dahin und dann versuchen wir uns mal... Ja, das sind die falschen anscheinend. Gut. Dann gucken wir nochmal. Na, wo haben wir es denn? Scorch Brick, Controller, High Oven Drain, High Oven Duct. So, und dann hier Deep Chain Controller, Scorched Drains. Scorched Drains. Scorched Ducts. Falsches. Okay. Komm, geh weg. Habe ich sie einstecken? Ah, okay, gut. Na gut. Haben wir da die falschen genommen? Drain. Gut, spielt keine Rolle. Dann machen wir halt nochmal einen. So. Drain. 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 Jetzt sieht es besser aus. So, und dann schauen wir nochmal. Der Drain müsste aber dasselbe Rezept haben eigentlich. Drain. Gut. Okay. Dann nehmen wir die. Und dann schauen wir nochmal. Gibt es die farblich passend auch noch? Schauen wir mal.
Nö, gibt's nicht. Okay, dann gibt's die nicht farblich passend. Dann müssen wir die schönen schwarzen nehmen. Auch gut. Naja gut, nach kurzer Verwendung sehen die wahrscheinlich auch so komisch aus, ne? Hätte ich gesagt. So, jetzt muss man nur Obacht geben, welche Flüssigkeit man hat. Und die Flüssigkeitsbalken sind hier unten eben relativ klein, aber wir sehen, Molten Iron haben wir 7776 Millibuckets. Hier geht das nicht mit Shift-Taste oder so auf Ingots umzuschalten. So, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, können wir uns aus dem Tank da unten Ingots gießen. Und das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt müssen wir natürlich bloß noch hier irgendwie teilautomatisieren, dass die Sachen ausgehen. Ja. Ja, direkt in die Kiste wandern. Genau, rausgerotzt werden. Vorteil für uns ist jetzt einfach dabei, wir können Ingots gießen, wir können Nuggets gießen und wir können Blöcke gießen. Alles aus einem und demselben Tank. Und der Tank hier hat ein, ja, ich hätte mal gesagt, eine ordentliche Füllmenge mit 270 Buckets. Da können wir noch ein bisschen dran drehen. Ja, hier fehlt uns dann bloß noch eine Kiste und dann kann man das alles wunderbar damit machen. Und wir können Unmengen an Material schmelzen und hier unten passiert es uns eben nicht, dass wir aus Versehen irgendwelche Legierungen herstellen. Ja, ansonsten, die müssen wir dann zur Not nach oben geben. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, hätte ich gesagt. Ne? Ja, ich denke, das reicht auch für heute. Ja, das ist okay für heute. So, das heißt, wir können jetzt hier Material einschmelzen, bis wir alt und grau werden. Zu spät. Und ja, dann können wir uns dann beim nächsten Mal um andere Themen kümmern. Also wunderbar. So, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.